Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Wieder ein Problem mit unserer Heizungsanlage. Ja, die hat jetzt die letzten Tage immer wieder den gleichen Fehler angezeigt. Ja, dass der Wasser, also dass das Wasser zu schnell erhitzt. Wir haben jetzt innerhalb von 2 Tagen mussten wir da 3-4 Liter Wasser nachfüllen. Ja, wir hatten jetzt heute mal den Nerv nachzugucken. Wir hatten ja schon mal das Problem in Albanien und dachten, hätten es behoben. Ja, haben es jetzt aber gesehen. Es ist also jetzt eigentlich kein großes Drama. Es scheint halt nur eine Verbinderstelle undicht zu sein. Wir schauen jetzt mal, ob es nur die Schlauchstelle ist oder ob wir den kompletten Schlauch austauschen müssen. Das ist ziemlich locker. Jetzt läuft es mehr, wenn ich aufschraube. Das heißt, das spricht schon dafür. Durch. Ich krieg nicht viel. Ich brauche eine neue Schlauchstelle. Ja, scheint kleiner Fehler große Wirkung zu sein. Also ist wohl nichts Schlimmes. Die Schlauchstelle zieht nicht mehr richtig zu. Ja, und dadurch kommt dann halt einfach Wasser raus. Ich werde jetzt mal hinten reinkrabbeln. Wir haben ein paar Schlauchstellen dabei und gucken, ob wir das abgedichtet kriegen. Wäre ganz nett. Heute ist es zwar warm, aber ich denke mir, wir werden schon gerne noch ein paar Nächte haben, wo wir ein funktionierendes Heizungssystem haben. Außerdem ist warmes Wasser ab und zu auch ganz geil. Ja, stimmt. Kommt noch da hinzu. So. Muss ich nur suchen, wo die sind. Weil das, was man braucht, ist natürlich immer ganz hinten. Ja, aber mittlerweile. Mal gucken, was ich gefunden habe. Nämlich ganz gut, jetzt hier irgendwie noch gefunden zu haben, weil manchmal passiert es uns, dass wir, wenn wir die Routen an unserem Limit klettern, nicht mehr weiterkommen und dann müssen wir ja irgendwie runterkommen. Und dann muss ich manchmal so ein Opfer lassen in Form von so einem Schnappkarabiner, um das Seil einzuhängen und dann an den Bohrhaken uns wiederum abzulassen. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon 2 versenkt und habe gedacht, oh Scheiße, wir brauchen neue. Und jetzt nochmal 2 gefunden zu haben, ist cool. Ja, Steffi, ist gerade das passiert? Nee. Steffi, ist das nicht passiert? Das war der Wind schuld, der eigentlich so gar nicht wirklich weht. Ich war nicht dran, ich habe da gestanden. Na, es ist doch auch egal. Letztendlich ist hier diese Kleinteilekiste jetzt runtergefallen und sie war halt auf. Und es ist alles schön ins hohe Gras gefallen. Unsere ganzen Kleinteile. Ja, aber passende Schlauchstellen haben wir nicht. Müssen wir heute mal, weil Leonide gibt so einen kleinen Handwerker-Baumarkt-Bedarfsladen, damit wir das da mal vorne dicht kriegen. Ist jetzt ein schöner Sortierjob. Ja, und siehe da, wir haben noch tatsächlich 2 alte Schlauchschellen gefunden, die so aussehen, als ob sie passen würden, also beziehungsweise auch von der Beschreibung passen. Ja, wir drehen die jetzt mal ab und
die alte ab und drehen mal die neue drauf. Ja, wir haben den Fehler gefunden. Also es war tatsächlich nur diese kleine Schlauchschelle. Ich habe ja gestern die Heizung schon wieder verflucht und habe gesagt, ich will eine neue Heizung und ständig funktioniert das alles nicht. Und ja, weil wir hatten jetzt letztendlich schon öfters da Probleme mit. Ja, aber wenn man dann halt mal genauer hinguckt, dann entdeckt man die Fehler auch. Und ja, also jetzt läuft sie wieder super stabil durch. Wir haben sie jetzt eine Stunde laufen lassen. Keine Fehlermeldung, kein nix. Es sifft nichts mehr raus. Wir werden uns einfach angewöhnen, das öfters hier zu gucken, dass wir die Schlauchstellen mal nachziehen. Und ja, haben wir jetzt für die Zukunft auch wieder ein bisschen was gelernt. Schön kontrollieren, dass hier alles zu ist. Das hatten wir nämlich auch schon. Da hat der gute Marc vergessen, das richtig zuzumachen. Und dann sind wir in eine Bodenwelle reingefahren und dann hat es uns einmal die Motorhaube nach oben, also nicht komplett, hat es gut nach oben gehoben. Aber ist jetzt alles easy, alles gut. So, wir versuchen jetzt mal noch das restliche Wasser, was wir letztens, weil die Heizung warm war, nicht reingekriegt haben. Das ist jetzt nur noch ein bisschen. Das lässt sich hier reinzukriegen, aber ansonsten haben wir das Problem im Griff. Heizung läuft ohne Fehler, wird warm, ist schön, ist schnuckelig, ist super. So, keine Luft drin, heißt alles gut. Einkaufszettel hast du mir drauf gemacht. Ja. Ja. Brille muss ich noch mitnehmen, sonst kann ich das nämlich nicht lesen. So. Geld habe ich, ja, dann fahre ich jetzt nochmal einkaufen. Nur so ein bisschen noch in den Supermarkt. Wir wollen am Montag nochmal auf den Markt gehen. Da ist es alles viel, viel günstiger. Und ja, dann verbringen wir jetzt hier noch 2 Tage. Morgen, übermorgen noch was klettern gehen. Ja, jetzt einfach nur das Einkaufen, was wir für die 2 Tage brauchen. Und dann freuen wir uns beide, dass es am Montag dann auch endlich weitergeht. Übrigens, der Scooter, fand ich, war ein super Invest. Hat mir das überlegt, packen wir uns hinten noch einen Fahrradträger drauf oder holen wir uns einen Scooter mit. Ja, ich glaube, der Scooter war einfach eine gute Entscheidung. In dem Sinne fahre ich jetzt mal. Du hast den Käse gerochen. Hast du den Käse gerochen? Kleiner Käsefreak.
Puh, heute ist so ein Tag, wenn wir noch stationär wohnen würden, wäre angesagt, Couch legen, Klotze und Pizza bestellen. Uns ist langweilig, es ist öde. So schön es hier ist, aber das Zurückkommen nachher, um sich zu verabschieden, hat sich so ein bisschen angefühlt wie Warten auf dem Abstellgleis. Die Verabschiedung hat nicht so zeitnah funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder ein paar Tage hier. Es hat auch zwischendurch immer mal wieder geregnet. Das heißt, die Felsen sind nass, wir konnten nicht klettern gehen. Und wir sitzen hier halt so ein bisschen die Zeit ab. Ich freue mich klar auf heute Abend, die Leute zu bekochen und sie hier zum Essen einzuladen und uns da zu verabschieden. Aber ich bin heilfroh, wenn es morgen weitergeht. Im Moment ist der Mut so. Ja, was Steffi gerade gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. 6 Wochen jetzt an einem Platz, das ist für mich auch jetzt ziemlich viel. Also bin ich eigentlich auch gar nicht der Typ für. Ich stehe schon drauf irgendwie, wenn es vorangeht, wenn es weitergeht. Und ich brauche halt auch die neuen Eindrücke, neue Landschaften. Das war schön. Wir haben uns ja auch, war ja auch eine freie Entscheidung, so lange hier zu stehen. Aber wir merken jetzt einfach seit ein paar Tagen, ja, die Phase ist jetzt hier zu Ende und es muss weitergehen. Ja, das macht sich jetzt halt auch einfach bemerkbar. Wir haben halt beide irgendwie eine kurze Zündschnur, müssen halt dann Sachen teilweise mehr ausdiskutieren, wie wir es sonst machen würden. Ist jetzt alles kein Drama. Ich denke mir, das gehört auch einfach dazu. Ja, plus dazu kommt... ja, wir sind halt sehr viel jetzt hier auch auf unserem engen Raum und ja, das muss sich einfach ändern. Aber wir haben das ja in der Hand und wir werden morgen früh, sehr früh starten, werden hier noch in Leonidio auf den Markt gehen, werden da unsere Vorräte auffüllen, werden noch Wasser tanken und dann sind wir beide heilfroh, wenn die Reise weitergeht. So, unser Linsen-Curry kocht. Es riecht so obergeil und wir haben beide so einen Hunger. Ja. Ja, 7. Versuch jetzt irgendwie diese Aufnahme hinzukriegen, weil unsere Nikon Z50 super Probleme hat, Fokus zu halten. Gut, das war jetzt ein bisschen off-topic. Das Essen riecht wirklich gut. Wir beide haben jetzt auch richtig, richtig Kohldampf. Fun Fact bei der ganzen Sache ist, wir hatten ja schon erzählt, dass wir jetzt hier extra nochmal nach Leonidio zurückgekommen sind, um uns zu verabschieden von den Leuten, die wir hier kennengelernt hatten, wo wir auch teilweise wirklich eine schöne Zeit mit hatten. Wir waren da selbst 2-mal zum Essen eingeladen. Wir wollten da ein bisschen was zurückgeben. Und ja... jetzt warten wir und warten, es hat sich keiner mehr gemeldet, ist jetzt auch schon 7:15, denkt mir, da wird auch keiner mehr kommen, beziehungsweise wollen wir heute auch früh schlafen gehen, wir wollen ja morgen früh zurück. Ja, was ich nur sagen will, ist halt ein bisschen schad, ne? Sonst hätten wir nämlich ja schon seit 2-3 Tagen unterwegs sein können wieder und das Warten war jetzt hier so ein bisschen für die Katz. Guten Appetit! Schönen guten Morgen. Ja, wir haben jetzt hier alles zusammengepackt. Es geht jetzt endlich gleich für uns weiter. Ja, ist gerade bei uns an die Tür geklopft worden. Und das ist ein junger Mann mit dem Roller gewesen. Und ja, schaut mal, was der uns einfach so geschenkt hat. Orangen, Mandarinen, Zitronen. Ganzer Korb voll. Ja, und da stehen wir hier, können uns nur 1000-mal bedanken, 1000-mal Evaristo sagen. Ja, sowas kennen wir ja aus unserem Land nicht, ne? Das ist ja schon das 2. Mal, dass einfach hier jemand angehalten hat und uns einfach beschenkt hat, einfach so,
ohne irgendwie eine Gegenleistung, ohne irgendwas Geld zu haben, einfach nur nett. Ja, das ist manchmal schon, das ist schön, aber es ist manchmal auch ein bisschen beschämend. Ja, aber nichtsdestotrotz machen wir uns jetzt los. Wir müssen noch auf den Markt. Obst brauchen wir jetzt nicht mehr, nur noch Gemüse. Ja, vielleicht noch ein paar Äpfel. Noch einmal kurz in den Supermarkt. Und ja, dann geht's Richtung Megalithola. Und dann schauen wir uns mal das Hochplateau da an. Ja, wir sind schon total gespannt und haben auch richtig Bock, jetzt weiterzureisen. So, Markt checkt. Wir sind jetzt, denke ich mal, für die nächsten 10 Tage ganz gut versorgt. Wir tanken jetzt hier noch in die Dünüdi unsere Wassertanks voll. Ja, haben dann auch noch unsere Bekanntschaften auf dem Markt getroffen, waren jetzt noch zusammen einen Kaffee trinken. Das heißt, wir konnten uns noch schön verabschieden. War jetzt auf jeden Fall ja, ein versöhnlicher und ein sehr netter Abschied jetzt aus Leonidio. Und wir freuen uns jetzt beide, dass es gleich weitergeht. Da wir jetzt schon ungefähr 2 Uhr haben, wir wollten ja eigentlich viel früher los, werden wir jetzt halt Richtung Megalithola fahren, werden aber heute keinen Uphill mehr da hochfahren, werden gucken, dass wir unten irgendwo stehen können und werden unsere Tour dann morgen auf den Berg, auf das Hochplateau starten. Wir haben jetzt das Hochplateau vom Megalithola erreicht. Ja, hier oben zieht es jetzt gerade ordentlich zu. Ist auch mal wirklich winterlich. Hat vereinzelt liegt noch ein, ja, so kleine Schneereste. Aber das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen gesehen, dass es hier oben teilweise noch schneit.
Ja, die letzten Meter waren für uns dann noch ein bisschen spannend. Es war ziemlich steil, es war ziemlich slippery. Haben wir aber ganz gut hier hoch hingepackt. Ja, jetzt haben wir mal die Standheizung angeschmissen. Waren gerade mit den Hunden raus. Ja, werden hier gleich nochmal so ganz kleines Ründchen drehen mit den Hunden, bevor es dunkel wird. Und dann hoffen wir, dass wir morgen ein bisschen mehr hier sehen. Ja, der Pitt und ich drehen mal noch jetzt hier ein kleines Ründchen, auch wenn wir gerade nicht wirklich viel sehen. Ja, das da oben ist der Megalithurla. Der Nebel hat sich gelichtet. Wir haben jetzt mal die Wanderschuhe angezogen und werden da jetzt mal hochlatschen. So, ich denke, wir haben es gleich geschafft nach oben. Das ist aber definitiv der kälteste Tag seit unserer Reise. Definitiv kälter wie in Slowenien. Es bläst halt hier echt ordentlich Wind. So, aber landschaftlich, der Blick ist schon wunderschön. So, dann gucken wir, dass wir jetzt die letzten Meter hochkommen. Wir haben jetzt mal einen Nebengipfel vom Megalithurla erreicht, haben aber gerade beschlossen, weil es so scheiße kalt ist. Das hier ist unser Megalithurla, mir reicht's. Okay, das heißt, wir bringen jetzt mal Steffi und die Hunde hier wieder safe runter. Ist halt auch die Sache, hier ist es halt, hier friert's ordentlich, hier ist alles gefroren, jeder Tritt. Muss man wirklich dreimal gucken. Ja, uns reicht das, ist total schön. Und wir gehen jetzt mal wieder langsam und ganz, ganz vorsichtig runter. Machen uns jetzt auf den Abstieg, versuchen jetzt aber nicht mehr im direkten Weg runter zu gehen, so wie wir hochgekommen sind, sondern versuchen jetzt hier ja letztendlich einmal um den Berg rumzugehen. Aber weil es hier Sonne hat, ein bisschen wärmer ist, ja auch super schön aussieht. Ja, und es halt vielleicht einfach nicht so rutschig und vereist ist. Ja, es ist natürlich jetzt hier ein Blick. Das ist natürlich echt ein Traum. Ja, sobald der Wind hier aufkommt, wird es wächst wieder ungemütlich. Aber immerhin haben wir jetzt Sonne.
Ja, Weg haben wir keinen gefunden. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorsichtig hier wieder so ein bisschen durch ziemlich verblockte und vereiste Gebiet hier runterkommen. So, wir haben es runter geschafft. Das war jetzt schon ein bisschen anstrengend. Halt einfach, weil es einfach total verblockt und da drauf halt Eis war, was dann gerade getaut ist. Ja, musste man halt schon sich ziemlich konzentrieren. Und Steffis Fuß ist ja immer noch nicht so richtig hundertprozentig. Also hohe Achtung vor Steffi hier an dieser Stelle. Nun gut, jetzt sind wir gleich wieder beim Mock. Und wir haben jetzt schon entschieden, dass wir kleine Brotzeit machen. Und da es sich hier jetzt auch anfängt wieder zuzuziehen, werden wir jetzt heute dann auch schon anfangen runterzufahren. Schauen wir mal, ob wir irgendwo im Wald stehen oder ob wir komplett wieder runterfahren. Das entscheiden wir dann, wenn wir unterwegs sind.